Im diesjährigen Jahresausblick Anleihen setzen wir zwei Schwerpunkte. Und zwar betrachten wir die Geldpolitik in den USA und in Europa verbunden mit der Entwicklung für die Staatsanleihen und gehen im Unternehmensanleihebereich der These nach, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie wird sich die Geldpolitik der USA in 2022 auswirken? In den USA bilden die positiven konjunkturellen Rahmenbedingungen, ein robuster Arbeitsmarkt und die hohe Inflation die Basis dafür, dass die US-Notenbank ihre sehr expansive Geldpolitik zurückführen kann. Das Anleihekaufprogramm wird wahrscheinlich im Sommer 2022 auslaufen. Dies ist aber noch nicht der Einstieg in eine wirklich spürbar restriktivere Geldpolitik. Denn zum einen legt die US-Notenbank weiterhin sämtliche Fälligkeiten aus dem Anleihebestand an und zum anderen stellt erst im zweiten Halbjahr, aber wahrscheinlich sogar erst im vierten Quartal 2022 eine Leitzinserhöhung auf der Agenda. Denn mehrheitlich geht der Offenmarktausschuss davon aus, dass die hohen Inflationsraten sich im nächsten Jahr deutlich abschwächen werden und somit eine expansive Geldpolitik weiterhin angemessen ist. Da eine solche Entwicklung von den meisten Marktteilnehmern erwartet wird und vieles in den Kursen für Anleihen schon eingepreist ist, gehen wir davon aus, dass der Anstieg der Renditen für 10-jährige US-Treasuries nur sehr moderat ausfallen wird. Unsere Jahresendprognose liegt bei 2% und wir halten eine Spannbreite von 1,75 bis 2,25% für möglich. Der größte Risikofaktor für diese Prognose ist aber die Inflationsentwicklung. Denn sollten die Inflationsraten nicht wie von uns und von vielen Marktteilnehmern erwartet im nächsten Jahr deutlich spürbar sinken, so könnte die US-Notenbank gezwungen sein, deutlich restriktiver und früher zu reagieren. Was ist geldpolitisch in Europa zu erwarten? In Europa hingegen haben EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kollegen keine Gelegenheit ausgelassen in den letzten Wochen, darauf hinzuweisen, dass die sehr expansive Geldpolitik noch lange Bestand haben wird. Das Pandemic Emergency Purchase Program, PEP, wird zwar im März 2022 wie geplant auslaufen, aber über das APP, das noch besteht, wird die EZB weiterhin am Kapitalmarkt Anleihen kaufen und auch sämtliche Fälligkeiten wieder anlegen. Zudem erwarten wir, dass die EZB nicht vor 2023, wahrscheinlich sogar erst in 2024, an eine Leitzinserhöhung denken kann. Daher gehen wir davon aus, dass sich die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen auch im kommenden Jahr kaum verändern werden. Wir erwarten eine Spannbreite von minus 0,1% bis plus 0,3% und unsere Jahresendprognose liegt bei plus 0,1%. Als Fazit lässt sich festhalten für den Staatsanleihebereich, dass wie schon im zurückliegenden Jahr auch in diesem Jahr hier kein Geld zu verdienen sein wird. Werden Unternehmensanleihen attraktiver sein? Auch wenn es langweilig erscheinen mag, wir gehen auch in diesem Jahr, wie schon im zurückliegenden Jahr, davon aus, dass man mit Unternehmensanleihen eine sehr positive Wertentwicklung verzeichnen kann. Was spricht nun für Unternehmensanleihen? Als allererstes sind hier die Unternehmensdaten selbst zu nennen. Die Unternehmen haben im abgelaufenen Quartal die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen, haben Rekordergebnisse geliefert und sind ausreichend mit Liquidität ausgestattet. Zudem unterstützt das technische Bild die Unternehmensanleihen. Auch wenn viele Unternehmen die rekordniedrigen Zinsen dafür nutzen, neue Anleihen zu begeben, so erwarten wir, dass im kommenden Jahr die Fälligkeiten diesen Effekt überkompensieren und somit eine Kreditspread-Einengung unterstützen. Aber auch die Spreads selber sind sehr attraktiv. Denn schaut man sich den Bereich der Doppel-B-Anleihen an, so werden hier Spreads bezahlt, die dreimal so hoch sind, wie es nötig wäre, um die historischen Ausfallraten zu kompensieren. Auch die Ratingagenturen unterstützen Unternehmensanleihen mit der Einschätzung, dass sie davon ausgehen, dass im kommenden Jahr die Ausfallraten weiter sinken werden und unter den historischen Durchschnitten liegen. Und nicht zuletzt verfügen Unternehmensanleihen auch über einen Puffer, der Rendite- und Zinsanstiege kompensieren kann. Dieser Puffer ist höher, je risikoreicher man im Unternehmensanleihesektor unterwegs ist. Diese Argumente zusammen mit dem Nachfrageimpuls, der durch die EZB geliefert wird, bilden die Basis für unsere Empfehlung, auch in diesem Jahr Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen überzugewichten.
Wir erwarten für Unternehmensanleihen mit Investment Grade in diesem Jahr in der Wertentwicklung eine schwarze Null. Aber für die Bereiche, die wir präferieren, das sind High-Yield-Anleihen und Nachrang-Anleihen, gehen wir davon aus, dass eine Wertentwicklung von 2, in Teilen sogar bis 3% erzielt werden kann. Welche Alternativen gibt es am Anleihenmarkt noch zu den klassischen Segmenten? Auch hier wenig Neues, aber dafür weiterhin sehr Werthaltiges. Denn wir gehen auch da im nächsten Jahr davon aus, dass Katastrophenanleihen und Mikrofinanzprodukte wie schon in diesem Jahr eine Wertentwicklung von 2 bis 3% erzielen können. Deswegen mischen wir diese beiden Segmente unserem Anleihemix auf der Anleiheseite bei. Welche Punkte gibt es bezüglich der Allokation für 2022 noch zu beachten? Eine weitere wichtige Frage für die Allokation innerhalb der Assetklassen ist die nach der Gewichtung von Fremdwährungen. Für den US-Dollar erwarten wir für das nächste Jahr eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und prognostizieren den Dollar bei 1,10 zum Jahresende 2022. Der US-Dollar hat bereits in 2021 deutlich aufgewertet. Wieso sollte sich diese Bewegung fortsetzen? Die USA litt auch aufgrund der Politik des vorangegangenen Präsidenten in 2020 unter einem deutlichen wirtschaftlichen Abschwung. In 2021 kam es zu einer starken Erholung, mit der eine Erwartung der Marktteilnehmer an eine baldige Abkehr der expansiven Geldpolitik einherging. In diesem Zuge konnte auch der US-Dollar deutlich aufwerten. Für das nächste Jahr erwarten wir, dass die US-Zentralbank ihre Ankaufprogramme vollständig beenden wird und im Anschluss daran auch die Leitzinsen erhöhen wird. Im Gegensatz dazu erwarten wir für die Europäische Zentralbank keine Zinserhöhung. Demzufolge sollte sich die Zinsdifferenz zwischen Dollar und Euro ausweiten, was eine Dollaraufwertung mit sich bringt. Unterstützt wird dies von den am Markt gehandelten Inflationserwartungen. Auch diese liegen im Dollarraum deutlich über den europäischen, sodass eine kontraktive Geldpolitik der US-Zentralbank wahrscheinlicher ist als die des europäischen Pondos. Gibt es auch Argumente für einen schwächeren oder deutlich festeren Dollar? Argumente für einen schwächeren US-Dollar liegen vor allem in der bereits erfolgten Positionierung des Marktes, der die weitere Dollaraufwertung bereits eingepreist hat. Auch das Auslaufen des Anleihekaufsprogramms seitens der EZB im nächsten Jahr birgt Chancen auf eine Euro-Stärke. Sollte die Inflation jedoch nicht, wie von uns erwartet, im nächsten Jahr zurückgehen, sind jedoch auch deutlich festere Dollarnotierungen auf einem Niveau von 1,06 möglich.